zusammen. Hi everyone. Ich bin mal wieder da und spreche. Ich habe hier einen Keilrahmen, der ist 30 auf 40 cm. Habe hier Farben angerührt und zwar schwarz. Seht ihr ja hier. Schwarz, Magenta, Weiß und Gelbgold. So, bevor ich anfange, möchte ich euch ja mal ein paar trockene Bilder wieder zeigen. Kennt ihr vielleicht ja, ist etwas arg verschwommen, aber ich finde hier halt diese milchigen Zellen ganz schön geworden, weil ich wollte euch ja auch mal ein paar Bilder wieder zeigen, wo getrocknet sind. Habe ich ein paar Anfragen bekommen, mache ich jetzt auch mal. Habe dann hier mein Special, das war jetzt mal ein Test hier mit diesem Krakellack, ist jetzt auch schön getrocknet. Also ich finde es ganz gut, ist jetzt halt mal was ganz anderes ohne Zellen. Aber hat eine andere Struktur und zwar hier auch ganz schön geworden, finde ich, dass ihr das mal gesehen habt. Dann dieses auch mit dem Krakellack und Zellengemisch, also hier mit Silikon und hier mit diesem Krakellack. Ich finde es hat eine geile Struktur gegeben. Wie gesagt, geht halt in die Richtung abstrakt, also jetzt nicht gerade Flood Painting, wobei es ja auch mit dieser Technik erstellt worden ist. Gut, hier noch die zwei und was das große jetzt mit diesem 100er Silikon hat halt schöne große Zellen gegeben. Ist hier etwas verlaufen, finde ich, aber ja, ich sag's mal so: sieht blumenartig aus, also von Weitem gar nicht schlecht. Und dann noch dieses hier. Das war ja mit dem Cell Creator. Also finde ich auch richtig cool geworden. Schöne Zellen. Das war ja diese Swipe-Technik. Ich hätte dann nicht so viel von diesem Entschuldigung, von diesem Cell Creator reintun sollen, weil da ist die ganze Struktur praktisch wieder etwas verschwommen. Aber gut, mache ich vielleicht nochmal in der Art mit weniger, vielleicht auch gar keins rein. Schauen wir mal. So, jetzt lasst uns aber starten. Was ich nämlich heute vorhabe, jetzt weiß ich nicht, ob ich es drauf tun kann, ohne dass gleich wieder alles dreckig wird. Also Schwarz, Magenta, Gelbgold und dieses Weiß. Ich möchte heute eigentlich nur mal diesen Bubble Booster, also ohne Cell Creator, schauen, ob es was bewirkt oder ob es nichts bewirkt. Soll ja ganz kleine Zellen geben. Jetzt schauen wir einfach mal, weil ich habe den selber noch nicht solo ausprobiert. Werde das 1, 2, 3 Tropfen mal in die zwei Farben, in dieses Gelbgold und in dieses Magenta reinmachen. Etwas umrühren. Ich weiß nicht, ob das wirklich im Zusammenspiel nur mit dem Cell Creator funktioniert oder so. Wenn es so funktioniert, auch richtig gut, weil da gibt es ja schöne kleine Zellen. So, und das weiß noch, seht ihr, jetzt habe ich schon alles dreckig gemacht. Ich bin ja nicht untätig, auch wenn ich nicht vor der Kamera stehe. Okay, dann lasst uns das mal testen. Also angemischt wieder mit dem Vinylkleber. Weiß von Gerstecker, ne? Ich denke mal, ich werde jetzt einfach mal einen Flipcut machen. Mal ein bisschen schwarz außenrum. So. Also in coole Farben, finde ich, die Mischung. Machen wir gleich nochmal einen Becher. Ja, manche sagen jetzt wieder, viel zu dunkel, aber ich stehe halt auf dunkle Bilder.
Den schmeiße ich jetzt dahin. Mache hier mal ein bisschen weiß außenrum. Ja, da pluppert es ganz schön auf. So, mischen wir jetzt vielleicht noch mal einen kleinen Becher an, den Rest der Farben. Fahren wir mal da einmal drüber. Ein bisschen Spaß muss sein. Okay. Es kommen auch größere Zellen raus. Ganz cool. Würde ich mal sagen, wir lassen es mal laufen. Dieses werde ich hier verlieren jetzt. Schauen wir mal, dass wir hier das auch runter bekommen. Komm schon. So. Sieht gut aus. Komm, ich drehe es euch mal um. Wow, das sieht cool aus. Lassen wir das Dunkle mal ein bisschen verschwinden. Hinten noch zu bekommen. Das sehe ich gerade, da löst sich schon. Da geht schon. Aber alles noch im Griff. Okay, cool. So. Jetzt stehe ich wieder vor dem Punkt. Eigentlich schon richtig geil das Bild, wenn ich so sagen darf. Wenn ich jetzt natürlich erhitze, kommen theoretisch, sage ich jetzt einfach mal, die Zellen. Ich schaue mal, dass ich vielleicht nur stellenweise erhitze. Da ist es lustig. Das ist doch aggressiv, dieser Cell Creator oder beziehungsweise dieser Bubble Booster. Bisschen Farbe mal rüberschmieren, rüberlaufen lassen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich drehe es euch mal um, dass ihr es sehen könnt, weil hier gefällt es mir noch nicht. Da ist irgendwie wenig Farbe. Ich will aber nicht zu viel von diesem Kreuz kaputt machen.
dass man nämlich dadurch jetzt etwas kaputt geht. Naja, gut. Das Leben ist kein Schlotzer, bevor das Bild kaputt geht. Ja, so. Ganz okay jetzt. Okay. Ich werde es jetzt trotzdem mal kurz erhitzen und mal sehen, wie die Reaktion überhaupt ist. Eigentlich, wie gesagt, ich würde es gern so lassen. Aber für den Test, wie gesagt, was ich hier sehe, seht ihr das? Das löst sich hier auf. Aber das kann auch der Rahmen sein, der günstige. Und das kommt davon, wenn man es halt, wie gesagt, nie vorstreicht vorher. Werde ich in Zukunft wieder machen. So, wo habe ich es denn? Mein Feuerzeug, ja, mein Torch, wie es so schön heißt. Oh ja. Oh ja, da kommen ja super kleine Zellen. Also nicht viel drüber, sonst hat das ganze Bild voll. Also funktioniert richtig gut. Okay, mir reicht das schon. Wahnsinn. Richtig cool. Also wie gesagt, dieser Bubble Booster ohne Cell Creator funktioniert natürlich auch einwandfrei. Will gar nicht so viel, aber es macht Spaß. Nee, ich denke mal, ich werde es so lassen, das ist cool. Mehr mache ich nicht. Schade, wie gesagt, vom Rand her, aber muss ich schauen, dass ich das noch zubekomme. Hat vielleicht jeder von euch schon mal gehabt, ne? Kennt ihr ja. Beziehungsweise die mich kennen auch. Ihr wisst ja, immer am besten die Kanten vorstreichen. Aber es fällt natürlich nicht mehr so arg auf, wenn es nachher getrocknet ist. Okay, cool. Ich würde sagen, ich lasse nochmal 10 Minuten einwirken. Hier auch. Oh, hier Wahnsinn. Und dann zeige ich es euch von neuem. Okay, egal, passt. Also gut, dann bis nachher. So, Freunde, bin zurück. Jetzt schauen wir es uns mal von nahem an. Also es ist schon Wahnsinn hier. Auch die ganz kleinen, seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Je mehr man erhitzt natürlich, desto mehr kommen auch die kleinen raus. Und jetzt natürlich auch schöne Strukturen. Und wahrscheinlich habe ich auch wieder zu viel reingemacht. Also ich denke mal, es reicht da, wenn ihr einen Tropfen reinmacht. Und nicht, was habe ich reingemacht? Zwei oder drei? Wahrscheinlich wieder zu viel, egal. Also ich gehe mal davon, einen Tropfen, gehe ich mal davon aus, dass es reicht. Okay, cool. Mich hat es gefreut, wenn ihr wieder dabei wart. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Gerne abonnieren, wer noch nicht hat. Und dann wünsche ich euch was. Bis dann. Tschüss. Bye.